B1.4. Der Kreis K im Mittelpunkt M berührt die Strecke AC im Punkt E und die Strecke AD im Punkt F. Für den Radius gilt, für den Radius R gilt, R ist gleich ME ist gleich MF, sind 2 cm. Ergänzen Sie in der Zeichnung zu B1.1 den Kreis K mit dem Mittelpunkt M. Berechnen Sie sodann den prozentualen Anteil des Flächeninhalts des Kreises K am Flächeninhalt des Trapezes ABCD. So, was haben wir jetzt hier alles gegeben? Na, wir wissen, der Radius, der Radius des Kreises soll 2 cm betragen, also vom Mittelpunkt M zum Punkt E und zum Punkt F sind jeweils 2 cm. Angenommen, in meiner Skizze, hier ist der Punkt M zu finden, dann habe ich hier meine 2 cm Abstand drin. So, jetzt soll man diesen Kreis zeichnen. Natürlich ist die Frage, wie kann ich den jetzt einzeichnen? Folgende Überlegung. Ich weiß ja durch den Radius, dass der Mittelpunkt M 2 cm von der Strecke AC entfernt liegt. Ja, irgendwo, wo genau, weiß ich jetzt gar nicht, aber er muss irgendwo 2 cm von AC entfernt liegen. Ja, das ist hier so eine Parallele. Ob er jetzt genau hier liegt oder hier, keine Ahnung, müssen wir herausfinden. Wie kriegen wir es genau? Ja, es gibt eine zweite Bedingung, er muss auch 2 cm von der Strecke AD entfernt liegen. Also auch so eine Parallele. Und da, wo sich dann die beiden Parallelen schneiden, da muss dann automatisch dieser Punkt M liegen, dieser Mittelpunkt. So, wechseln wir rüber in das Grafikprogramm. Hier habe ich nochmal unsere Zeichnung. Also, wie gesagt, wir brauchen das Geodreieck. Einmal zur Strecke AD, wir brauchen eine Parallele, die 2 cm entfernt liegt. Ja, Abstand 2 cm. Und zusätzlich zur Strecke AC, genau das gleiche Spiel, muss auch 2 cm entfernt liegen. Und da, wo sich die beiden Parallelen treffen, da ist dann der Mittelpunkt M zu finden. Jetzt brauchen wir noch den Radius des Kreises. Wie kriegen wir den? Im Prinzip ganz einfach. Das da brauche ich, und zwar spielt wieder Folgendes rein. Der Abstand von Punkt M zur Strecke AD oder auch zur Strecke AC liegt wieder senkrecht zur Strecke. Also nehme ich mein Geodreieck, mache wieder eine senkrechte und schiebe das Geodreieck so lange hin und her, bis meine Zeichenkante auf Punkt M liegt, also genau so. Und jetzt dieses Stück von der Strecke AD zum Punkt M, genau das ist mein Radius. Nehme ich also den Zirkel, nehme den Radius auf und kann jetzt meinen Kreis zeichnen. Der Punkt hier, muss ich in der Skizze nachschauen, das war der Punkt F. Und hier unten, ja, den kann man nochmal genau einzeichnen, indem man auch hier nochmal eine Senkrechte bildet. Dann hat man ganz genau so. Der hier unten ist der Punkt E, heißt er. So, die Punkte sind irgendwie bei mir schon benannt, oder? Nee. Das war F und das war E. Stimmt? Genau. Ja, so sieht es jetzt aus. Kreis eingezeichnet. F und E sind die Punkte hier. Bei mir sind jetzt natürlich noch die ganzen Hilfslinien drin. Die kann man natürlich etwas kürzer oder feiner mit Bleistift zeichnen, dass sie nicht ganz so dick sichtbar sind. Aber es war ja Aufgabe, diesen Kreis zu zeichnen mit Mittelpunkt M. Und das haben wir jetzt gemacht. So, aber wir sind noch nicht fertig, weil es heißt, berechnen Sie sodann den prozentualen Anteil des Flächeninhalts des Kreises K. Also prozentualer Anteil des Flächeninhalts des Kreises K natürlich an einem zweiten, nämlich Flächeninhalt des Trapezes ABCD. So, Flächeninhalt vom Kreis. Formelsammlung hernehmen. Flächenformel für den Kreis nachschlagen. Da finden wir, Flächeninhalt vom Kreis ist Pi r Quadrat, also Pi mal Radius zum Quadrat. Und der Radius ist in dem Fall nichts anderes als die Strecke ME oder MF, steht ja hier oben drin. Hier. Also Pi
Pi mal ME Quadrat. Setzen wir ein, weil die Strecke ist uns ja schon bekannt. ME Quadrat sind 2 Quadrat, also Pi mal 2 Quadrat. Taschenrechner einsetzen sind 12,57 Quadratzentimeter. Den Flächeninhalt des Trapezes, den kennen wir schon. Den haben wir nämlich eine Aufgabe vorher berechnet. Das waren die 83,51 Quadratzentimeter. So, prozentualer Anteil berechnen. Das ist eine Prozentaufgabe. Hier heißt es Flächeninhalt des Kreises am Flächeninhalt des Trapezes. Das Trapez hat also 100%. Ja, das ist 100% Flächeninhalt. Schreibe ich noch die Einheit dazu. So. Und die 12,57 Quadratzentimeter, da müssen wir rausfinden, wie viel Prozent das sind. So, um das auszurechnen, gibt es so eine einfache, heißt es hier Z-Formel bei der Prozentrechnung. Ja, man beginnt immer beim X und dann so Z-förmig aufteilen, auffächern. Und dann heißt es, X ist gleich erstes mal zweites geteilt durch drittes. Also 12,57 mal 100 geteilt durch, oder Bruchstrich, 83,51. So, das ist die Rechnung dahinter. In Taschenrechner eingeben und dann kommen 15,05% heraus. Ja, und schon sind wir hier auch wieder fertig.